Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Amen, ihr dürft gerne Platz nehmen. Pueden tomar asiento. Es ist eine große Freude, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Es una gran alegría de poder estar aquí en esta mañana. Herzlich willkommen alle da, auch im daheim am Livestream. También muy bienvenidos a todos que están aquí, también los que están de casa. Ich möchte, dass wir heute miteinander einen Blick in die Zukunft werfen. Ich habe ein Bild mitgebracht. A mí me gustaría que pudiéramos ver hacia el futuro hoy. Y traje una imagen. Okay, das nächste. Future ahead. El futuro que está por delante. Ganz ehrlich, wenn du an die Zukunft denkst, was bewegt dich da? Vamos a ser bien sinceros. Cuando tú piensas en tu futuro, ¿qué es lo que te mueve? Was geht in deinem Herzen ab? ¿Qué es lo que pasa, sucede en tu corazón? Ziehen da vielleicht dunkle Wolken auf, wie auf dem nächsten Bild? ¿Será que se encubre el cielo con nubes negras? Wo du voller Sorgen bist? ¿A donde estás lleno de preocupaciones? Wissen, viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben da damit, sich Sorgen über die Zukunft zu machen. Porque hay personas que pasan toda su vida preocupándose por cosas. Sie sagen, was, wann? Y se preguntan, ¿y si? Was, wenn Krankenkassenprämien explodieren? ¿Y si los costos de del seguro de salud siguen aumentando? Was, wenn es im Winter kein Gas mehr gibt? ¿Y si en el invierno no tenemos más gas? Oder was, wenn mein Arbeitsplatz wegrationalisiert wird? ¿Y si es que pierdo mi trabajo, mi lugar de trabajo? Oder vielleicht, was, wenn meine Altersvorsorge nicht zum Leben langt? ¿Y si ya no me alcanza mi pensión, mi renta para vivir? Oder vielleicht bist du jemand, der ganz noch jung ist? O a lo mejor eres muy joven todavía. Du sagst, was, wenn ich mich falsch entscheide? Y te preguntas, ¿y qué si me decido mal? Vielleicht hat Gott doch noch jemanden, der besser zu mir passt, wie die Person, die ich jetzt am Daten bin. Tal vez Dios tiene a otra persona que es mejor para mí que esa persona con la que estoy saliendo ahora. Oder vielleicht sollte ich jetzt ein Zwischenjahr machen und reisen. Wer weiß, ob ich das nachher noch kann. A lo mejor me debería de tomar un año de descanso y viajar, porque no sé si después lo voy a poder hacer. Oder was, wenn ich mal krank werde, vielleicht unheilbar krank? ¿Y qué pasa si un día me enfermo y no con una enfermedad sin cura? Und die große Angst, die heute da ist in unserem Land und in der ganzen Welt. Y un miedo muy grande que está en nuestro país y en todo el mundo. Was, wenn der dritte Weltkrieg oder der Atomkrieg ausbricht? ¿Qué pasa si estalla una tercera guerra mundial o una guerra nuclear? Es gibt so viele Gründe, um große Angst in Bezug auf die Zukunft zu haben. Hay tantos motivos para tener tantos miedos para el futuro. Viele gehen das zwar nicht zu. Muchos no lo permiten o no lo dicen. Aber wenn ich an die Hamsterkäufe denke, nach der Corona-Krise, spricht das ganz eine andere Sprache. Pero cuando me acuerdo de la gente que del acaparamiento de compras que se hacía durante la pandemia, entonces pienso diferente. So viele Menschen können es heute nicht mehr geniessen, weil sie ständig in Sorge sind, was dann morgen sein wird. Mucha gente ya no disfruta de la vida porque está permanentemente en preocupación por el día de mañana. Warum ist das so? ¿Y por qué es así? Ach, ganz einfach. Bien fácil. Niemand von uns, was morgen sein wird. Nadie de nosotros sabe qué va a pasar mañana. Niemand hat Corona vorausgesehen. Nadie supo que Corona iba a venir. Niemand hätte sich können vorstellen, dass ein Krieg stattfindet in Europa, wie wir jetzt gerade haben. Nadie se iba a imaginar que un día tendríamos una guerra aquí en Europa, así como la tenemos ahora. Und das ist die Frage, was kommt denn noch alles auf mich zu? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a seguir después de eso? Was wird noch geschehen? ¿Qué es lo que va a pasar? Kann ich Gott dann auch in Bezug auf meine Zukunft vertrauen? ¿Puedo confiar en Dios en relación a mi futuro? Dass er gute Pläne für mein Leben hat? ¿Que él tiene buenos planes para mí? Kann ich mit Gottes Güte auch in der Zukunft rechnen? ¿Será que puedo contar con la bondad de Dios también en el futuro? Wir haben die letzten Wochen so viel gehört über die Güte von Gott. En las últimas semanas hemos escuchado tantas cosas sobre la bondad de Dios. Und im Psalm 107, Vers 1 heißt. Y en Salmo 107, versículo 1 dice. Preist den Herrn, denn er ist gut. Den gracias al Señor, porque él es bueno. Aber bleibt nicht da stehen. Pero ahí sigue. Es heißt dann, ja, seine Güte bleibt auf ewig. Dice, sí, su gran amor perdura para siempre. Hey, wie lang ist ewig? ¿Cuánto es para siempre? Ewig ist ohne Ende. No tiene fin. Gott ist immer gut. Dios siempre es bueno. Auch in der Zukunft. También en el futuro.
Und im bekanntesten von allen Psalmen, im Psalm 23, da sagt der David Folgendes. Y en el Salmo 23, el más conocido de todos los Salmos, el 23:6, él dice. Im Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Hause des Herrn für immer. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Wenn ich das so lese, was der David da sagt, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage. Cuando él escribe que solo bondad y amor le seguirán todos los días, da habe ich den Eindruck, dass er überhaupt keine Zukunftsangst gehabt hat. Entonces me da la impresión que él no tenía miedo del futuro. Sondern er ist voller Zuversicht. Sino que él estaba lleno de confianza. Und woher hat er die Zuversicht gehabt? Pero de dónde él sacaba esa confianza? Der David hat gewusst, dass Gott nicht nur Gutes tut. David sabía que Dios no solamente hacía lo bueno, sondern er wusste, dass Güte, das ist sein Wesen, das ist wer Gott ist. Sino que él sabía que Dios es bueno, que es su ser, ser bueno. Da drin beinhaltet ist seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Ahí está incluido el amor, su misericordia, su compasión, und su gracia. Wissen, Gott wird sich nie verändern. Y sabemos que Dios nunca va a cambiar. Und in dem Vers 6 vom Psalm 23 gibt uns David zwei wichtige Gründe, warum dass wir uns vor der Zukunft nicht mehr fürchten. Y en ese versículo 6, él nos da dos motivos por qué no debemos de temer del futuro. Der erste Grund ist, weil Gottes Güte über uns wacht. La primera cosa es que la bondad de Dios vela sobre nosotros. Der David sagt an dem Vers, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. El versículo dice que solamente la bondad y el amor le seguirán todos los días de su vida. Wissen, bei Gott gibt es kein was, wann. Él no pone sí en caso de. Was mache ich, wenn Susan einen Fehler macht? ¿Y qué va a pasar si Susan hace un error? Dann weiß ich nicht mehr weiter. Entonces ya no sé qué hacer. Nein, bei Gott gibt es nur ein nur. No, con Dios solamente existe el ciertamente. Nur Güte werden mir folgen. Ciertamente la bondad y el amor. Was auch immer geschieht. No importa lo que pase. In deinem oder in meinem Leben. En tu o en mi vida. Gott wird etwas Gutes folgen lassen. Dios va a hacer que algo bueno te siga. Heißt das, dass in unserem Leben immer nur Gutes geschieht? Significa eso que solamente cosas buenas van a pasar en nuestra vida? Nein. No. Und der David hat Sachen erlebt, die nicht gut sind. David también experimentó cosas que no fueron siempre buenas. Er hat enttäuschende Schwierigkeiten erlebt. Él pasó por decepciones, por dificultades. Aber er sagt in dem Vers auch nicht, dass uns nur gute Sachen werden geschehen. Pero él tampoco dice en este versículo que solamente van a pasar cosas buenas. Sondern er sagt uns, dass nur Gutes wird folgen. Él dice que las cosas buenas nos van a seguir. Das heißt, egal was gerade in deinem Leben ist, ob etwas Schmerzhaftes oder etwas Schwieriges. Significa que no importa lo que estés pasando, si es algo doloroso, algo difícil. Gott wird immer etwas Gutes daraus machen. Siempre Dios va a hacer algo bueno de esa situación. Entweder für dich oder für andere oder für sein Reich. Para ti, para otros o para su reino. Wir haben dazu eine grossartige Verheißung, die meisten von euch kennen in der Bibel. Y para eso tenemos una promesa maravillosa que la mayoría conoce. In Römer 8, 28. En Romanos 8, 28. Da heißt, wir wissen. Dice, ahora bien sabemos. Wir wissen. Ahora bien sabemos. Bei Gott ist nicht eventuell oder vielleicht ab und zu. Dios no dice eventualmente o a veces, solamente a veces. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Wiederum, es heißt auch nicht, dass alles, was passiert, gut ist. Aquí no dice que todo lo que sucede es bueno. In dieser Welt passieren so viele Sachen, die nicht gut sind. En este mundo suceden cosas tan malas. Aber Gott verspricht denen, die ihn lieben, bei denen wird er alles zum Guten führen. Pero él dice que para aquellos que le aman, le va a disponer todas las cosas para bien. Aber die Verheißung gilt nicht allen Menschen. Pero eso no es para todos, todas las personas. Wenn du Gott ignorierst,
Porque si tú ignoras a Dios, wenn du nicht mit ihm zuhörst, si tú no quieres tener nada que ver con él, wenn du in die entgegengesetzte Richtung von Gott gehst, si tú vas por el contrario, el camino contrario de Dios, dann gilt das Versprechen von Gott nicht für dich. Entonces esta promesa no vale para ti. Sondern das Versprechen von Gott gilt für die Menschen, die ihn lieben. Esa promesa vale para las personas que le aman, die auf ihn hören und seine Wege gehen, que le escuchan y que caminan por sus caminos. Und sie dürfen wissen, kein Unglück, keine Schwierigkeit, kein Not in ihrem Leben. Y ellos tienen que saber que ninguna dificultad, ninguna necesidad en su vida wird Gott nicht schlussendlich zum Guten führen. Que Dios no puede transformar a algo bueno. Und ganz ehrlich, für uns ist es nicht immer einfach, mit seiner Tragödie zu sehen, dass Gott gut ist. Pero no es fácil el creer que en medio de una tragedia que Dios es bueno. Es gibt Zeiten, da denkst du, Gott ist überhaupt nicht gut. Hay momentos donde tal vez piensas, Dios no es bueno. Sogar Jesus am Kreuz hat gesagt, mein Gott, warum? Hasta Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué? Aber schau mal all das Gute, was aus dem Tod am Kreuz von Jesus Pero mira todo lo bueno que surgió desde esa muerte en la cruz. Dadurch können wir Frieden mit Gott haben. A través de esa obra podemos tener la paz. Dadurch bekommen wir Vergebung für all unsere Schuld. Podemos tener reconciliación y perdón de todos nuestros pecados. Können wir mit Gott versöhnt werden. Podemos tener la reconciliación können con wir Dios. Ewiges Leben über. Podemos recibir la vida eterna. Es gibt Zeiten, da gehen wir durch Situationen durch. Hay tiempos a donde pasamos por situaciones a donde no vemos la bondad de Dios en ese momento. Erst später, wenn wir dann vielleicht mal zurückschauen. Solamente después, cuando miramos atrás. Ich denke da zurück an den Tod von meiner Mutter. Y yo me acuerdo de la muerte de mi madre. Vor ein bisschen über 2 Jahren. Hace un poco más de 2 años. Sie war im Pflegeheim und ich bin sie fast jeden Tag besuchen. Ella estaba en un asilo de ancianos y yo la iba a visitar casi todos los días. Ich habe ihr das Essen eingegeben, ich habe geschaut, dass sie genug trinkt. Yo le daba comida, yo veía, me preocupaba que tomara bastante agua. Und sie hat sich immer so gefreut, wenn ich gekommen bin, auch wenn sie mich nicht mehr kennt hat, ihre Demenz. Ella se alegraba siempre de verme, aunque ella ya no me reconocía. Aber es ist ihr gut gegangen. Pero ella estaba bien. Und dann ist Corona gekommen. Y después llegó el Corona. Und von einem Tag auf den anderen habe ich nicht mehr dürfen in das Heim hinein. Y de un día a otro yo no pude ir más a visitar a mi madre. Meine Mutter hat aufgehört essen, aufgehört trinken. Mi madre dejó de comer, dejó de beber. Und innerhalb von 2 Wochen ist sie gestorben. Y después de 2 semanas ella murió. Und man hat mich erst zu ihr gelassen, wo sie bereits nicht mehr ansprechbar war. Y me dejaron ir a verla solamente después de que ella ya no estaba consciente. Ich habe eine Schutzkleidung anziehen, aber sie hat nicht Corona gehabt. Yo tuve que vestirme con toda esa ropa de protección y ella no tenía Corona. Ich habe nur 1,5 Meter an ihr Bett. Yo solamente me pude acercar a 1,5 metros de su cama. Ich habe sie nicht berühren. No la pude tocar. Und nach 15 Minuten haben sie mich heimgeschickt. Y después de 15 minutos me mandaron a la casa. Von einer sterbenden Mutter. Dejando una madre que se estaba muriendo. Hey, ich habe Gott nicht mehr verstanden. Yo no entendía a Dios. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Es war brutal hart gewesen. Yo no entendía el mundo. Eso fue muy duro para mí. Aber zu dem Zeitpunkt hat noch niemand gewusst, dass Corona die Welt während 2 Jahren auf den Kopf stellt. Pero en ese tiempo nadie sabía que el coronavirus iba a cambiar el mundo por los próximos 2 años. Und wenn ich heute zurückschaue, y si hoy me acuerdo de eso, kann ich nur sagen, Gott, du hast das wunderbar gemacht. Le puedo decir, Dios, tú lo hiciste maravillosamente. Dass du meine Mami so schnell zu dir geholt hast. Que tan rápidamente te la llevaste. Weil die ganze Belastung von Corona während 2 Jahren wäre für sie und auch für mich viel zu groß geworden. Porque toda esa carga de toda esa pandemia durante los próximos 2 años iba a ser muy pesada para mí y para ella. Und Gott hat das gewusst und hat in seiner Güte sie zu sich geholt. Y Dios lo sabía y en su bondad él la llamó. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich Gott schon gedankt habe, dass meine Mami für Jesus sein darf. No saben cuántas veces le agradezco a Dios de que ella puede estar con él. Es ist so wichtig, dass wir Gutes nicht mit glückbringenden Gefühlen oder Erfahrungen verwechseln. Es importante que no comparemos el estar las cosas buenas con la felicidad que nos da el mundo. Manchmal kommt das Gute im Gewand vom einem Gegenwind. A veces las cosas buenas vienen como mascaradas con cosas como con una tempestad por detrás. Oder in der Form von einer Not. O en forma de una necesidad.
Aber Gott hat versprochen, dass er jede Situation wird zum Guten führen. Pero Dios ha prometido que toda situación nos va a llevar para bien. Ich denke da an Paulus. Me acuerdo de Pablo. Er ist unschuldig im Gefängnis in Rom. Él estaba inocentemente en la prisión en Roma. Ist das angenehm gewesen für ihn? Eso fue bueno para él. Hey, der hat gelitten. Él sufrió. Aber dann hat er an seine Freunde gedacht. Pero después pensó en sus amigos. An die Epheser. A los de Efesios, a los de Filipo, a Colosse, a los de los Colosenses, a Filemón. Und hat ihnen Briefe geschrieben. Y le escribió cartas. Hey, das sind heute Briefe vom Neuen Testament. Y hoy son cartas del Nuevo Testamento. Oh, so ein riesiges Segen sind für die ganze Menschheit. Que son una bendición para toda la humanidad. Sehen wir, was Gott aus dem Negativen, wenn er etwas Positives gewirkt hat. Vemos que de algo tan negativo, él hizo algo positivo. Du kannst dich immer darauf verlassen, dass Gott in seiner Güte über dir wacht. Du puedes confiar de que él vela por ti con toda su bondad. Und alles wird zum Guten führen, auch wenn du es im Moment nicht siehst. Y que todo va a llevar a bien, aunque tú no lo veas. Oder wenn du dir auch nicht kannst vorstellen, dass aus dem Chaos hier etwas Gutes könnte hervorkommen. Aunque no te lo puedas imaginar de que de este caos puede surgir algo bueno. Noch ein Beispiel aus dem Alten Testament. Voy a darle un ejemplo del Antiguo Testamento. Die Israeliten haben wieder einmal Gott nicht gehorcht. Los israelitas de nuevo no obedecían a Dios. Sie haben Götzen angebetet. Ellos adoraban a ídolos. Dann ist der König Nebukadnezar gekommen und hat sie gefangen genommen. Y vino el rey Nabucodonosor y los tomó presos, los cautivos. Und hat sie weggeführt, weit, weit weg von ihrer Heimat nach Babel. Y los llevó lejos de su hogar a Babilonia. In eine fremde Kultur. A una cultura totalmente extranjera. Eine fremde Sprache. Un lenguaje extranjero. Komisches Essen. Una comida extraña. Eine fremde Religion. Una religión extraña. Während 70 Jahren sind sie in Gefangenschaft gewesen. Durante 70 años ellos estuvieron cautivos. Und in dieser Situation redet Gott durch den Propheten Jeremia. Y en esa situación Dios habla a través del profeta Jeremías. Auch ein Vers in der Bibel, den wir gut kennen. Un versículo que conocemos muy bien. Aber uns oft nicht bewusst sind, in welche Situation Gott das ihnen geredet hat. Pero muchas veces no somos conscientes en qué situación fue que Dios habló. Wir lesen in Jeremia 29:11. Leemos en Jeremías 29:11. Ich weiß wieder, ich weiß die Gewissheit. Porque yo sé, de nuevamente esa convicción, yo sé. Was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Gott hat Gedanken vom Frieden über dir. Él tiene pensamientos de paz sobre ti. Er hat gute Pläne für dein Leben. Él tiene planos buenos para tu vida. Er hat eine Zukunft und eine Hoffnung für dich. Él tiene un futuro y una esperanza para ti. Auch wenn im Moment alles anders aussieht. Aunque hoy parezca todo diferente. Kannst du das glauben? Tú lo puedes creer. Also Gott wacht in seiner Güte über uns. Entonces él vela por nosotros con su bondad. Und das Zweite, was wir in dem Vers vom Psalm 23 können sehen. Y lo segundo que podemos reconocer de este versículo, Salmo 23. Wir müssen keine Angst haben vor der Zukunft, weil der Himmel auf uns wartet. No tenemos que tener miedo del futuro porque el cielo nos espera. Im Vers 6 heißt es nicht nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. En el versículo 6 no solamente dice la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Sondern dann kommt es und. Sino que ahí viene un I. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Das und stellt Verbindung her zwischen dem Hüt und dem Morgen. Ese I une el hoy con el mañana, con el futuro. Wir sind noch nicht im Morgen, wir sind im Hüt. Nosotros estamos en el hoy. Aber Gott will uns Mut machen fürs Morgen. Pero él nos quiere alientar para el mañana. Gott hat nicht nur ein grossartiges Leben für uns hier auf Erde. Él no solamente nos tiene una vida maravillosa aquí en la tierra. Sondern er hat auch ein Morgen für dich. Sino que él también tiene un mañana para ti. Wisst ihr, eine von der grössten Angst, die Menschen haben. Uno de los temores más grandes que tiene el ser humano. Und je älter sie werden, umso grösser wird die Angst. Y mientras más avanza la edad, más miedo les da. Ist die Angst vor dem Tod. Es el miedo a la muerte. Ja, wir alle werden mal sterben. Si algún día todos vamos a morir.
So eine gute Botschaft, oder? Es un mensaje tan bueno, ¿no? Alle sagen Halleluja. Todos dicen Halleluja. Hey, das haben wir alle gemeinsam, werden alle mal sterben. Eso es algo que tenemos todos en común. Todos vamos a morir un día. Aber die gute Botschaft ist, pero el buen mensaje es, der Tod wird nicht das Ende sein. Que la muerte no es el fin. Gott hat eine wunderbare Zukunft für uns. Dios tiene un futuro maravilloso para nosotros. Wenn du von Herzen an Jesus glaubst, si tú crees con todo tu corazón en Jesús, dann musst du dich vor dem Tod nicht fürchten. Entonces no tienes que temer a la muerte. Lass mal, was in 2. Timotheus 1, Vers 10 steht. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1, 10. Das jetzt aber ist diese Gnade offenbar geworden, als Jesus Christus, unser Retter, auf der Erde erschien. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Das Kommen von Jesus ist echt der grösste Beweis von Gottes Güte für uns. El que Jesús vino fue la mayor expresión de bondad de Dios por nosotros. Wenn du mehr über das willst hören, dann los noch mal die erste Predigt von Matthias in dieser Serie. Y si quieres escuchar más sobre esto, escucha el primer mensaje de esta serie de prédicas de Matthias Theiss. Aber Jesus ist nicht nur auf dieser Erde erschienen, es geht dann weiter in dem Vers. Pero Él no solamente vino a este mundo, el versículo sigue. Es heißt, er hat dem Tod die Macht genommen. Dice, destruyó el poder de la muerte und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht, darum geht es in der guten Nachricht. E iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Jesus hat den Tod besiegt. Entonces Jesús venció la muerte. Der Tod hat keine Macht mehr über uns, wenn wir ihm gehören. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros si nosotros le pertenecemos a Él. Und dafür hat er uns ewiges Leben geschenkt. Y para eso Él nos regaló la vida eterna. Das ist die gute Nachricht, die wir dürfen verkünden. Esa es la buena noticia que nosotros podemos anunciar. Die grösste Hoffnung für die Zukunft. Que es la esperanza más grande de nuestro futuro. Was bedeutet das jetzt für uns? ¿Qué significa eso para nosotros? Das Beste liegt noch vor uns. Que lo mejor está por venir. Der David beendet den Psalm, indem er sagt, hey, der Himmel wartet auf euch. El David termina este Salmo diciendo que el cielo nos espera. Weißt, egal wie dein Leben verläuft. No importa cómo esté tu vida. Der Tag kommt, wo du einmal bei Gott sein wirst. Va a llegar el día donde tú un día vas a estar con Dios. An einem Ort, wo es kein Leid und kein Schmerz mehr gibt. En un lugar donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor. In Offenbarung 21, Vers 4 lesen wir. En Apocalipsis 21, 4 dice. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Kannst du dir das vorstellen? ¿Te lo puedes imaginar? Der Himmel ist so etwas Gewaltiges. Uns fehlt ganz einfach die Hirnkapazität, um das zu erfassen. El cielo es algo tan tremendo que a nosotros nos falta la capacidad de entenderlo. Wir leben in unseren 3 Dimensionen. Nosotros vivimos en nuestras 3 Dimensiones. Und schon der Albert Einstein hat können beweisen, dass es neben diesen 3 Dimensionen noch mehrere weitere Dimensionen gibt. Y ya el científico Albert Einstein demostró de que hay más de 3 dimensiones. Aber wir können sie gar nicht erfassen. Pero nosotros no las podemos entender. Der Rick Warren, der Autor vom Buch Leben mit Vision. Rick Warren, un autor del libro Vivir con Visión. Er gibt so ein gutes Beispiel dazu. Él da un buen ejemplo para eso. Er sagt, wenn du willst verstehen, wie grossartig, wie herrlich, wie wunderbar das der Himmel ist. Él dice, si quieres entender lo grande, lo glorioso, lo bello, lo increíble que es el cielo, dann wäre das gleiche, wie wenn du von einer Ameise erwartest, dass sie das Internet versteht. Sería como esperar que una hormiga entienda el Internet. Es ist schlichtweg unmöglich. Eso es imposible. Der Himmel ist so gewaltig. El cielo es tan tremendo. In 1. Korinther 2,9 sagt die Bibel, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. En 1. Corintios 2,9 dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Wow, freut euch auf das. Se alegran de esto. Wow. Jemand hat mal Folgendes gesagt. Alguien dijo una vez,
Das Leben hier auf der Erde ist eigentlich nur ein Vorprogramm von dem, was noch kommt. La vida aquí en esta tierra es un programa previo a lo que va a estar por venir. Wer von euch geht ins Kino, um das Vorprogramm zu sehen? ¿Quién de ustedes va al cine para ver el programa previo? Oder wer geht an ein Konzert, um das Vorprogramm zu hören? ¿Quién de ustedes va a un concierto para ver el programa previo? Hey, das ist doch nur so der Appetizer, wo einem lustig macht auf das, was noch kommt. Eso es algo que solamente nos da ese como apetito para poder después escuchar o ver algo más. Wir leben vielleicht 60, vielleicht 70, 80 oder 90 Jahre auf dieser Erde. Nosotros viviremos 60, 70, 80, 90 años aquí en esta tierra. Aber was ist das im Vergleich zur Ewigkeit? Pero qué es eso en comparación a la eternidad? Im Jakobus lesen wir im Kapitel 4, 14. En Santiago 4, 14 leemos. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Das Leben auf der Erde ist so kurz. La vida en esta tierra es tan corta. Und Gott hat uns nicht nur für das Leben auf Erde geschaffen. Y él no nos creó solamente para la vida aquí en esta tierra. Sondern für eine Ewigkeit mit ihm. Sino que para una eternidad con él. Und niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Entonces nadie sabe qué es lo que está por venir. Aber wir dürfen wissen, wer die Zukunft in seinen Händen hält. Pero podemos saber quién tiene nuestro futuro en sus manos. Nämlich unser gnädiger, unser guter, unser barmherziger Gott. Nuestro Dios lleno de gracia, de bondad y de misericordia. Weiß nicht, ob einige von euch sich noch an Corrie ten Boom erinnern. No sé si algunos de ustedes acuerdan a Corrie ten Boom. Ich habe ein Bild mitgebracht von ihr. Nein, vorher. Eins vorher. Uno antes. Ja, genau. Das ist Corrie ten Boom. Sie ist eine Holländerin, die während dem Zweiten Weltkrieg Juden vor dem Holocaust gerettet hat. Ella es una mujer holandesa que salvó a numerosos judíos del Holocausto. Sie ist dann verraten worden. La acusaron. Und sie und ihre ganze Familie hat man ins KZ geschickt. Y a ellos la llevaron a un centro de concentración, a un campo de concentración. Sie ist dann in Ravensbrück zusammen mit ihrer Schwester Betsy, sie da gsi. Ella estuvo ahí junto con su hermana en Ravensbrück. Und der Horror und die Qualen, die sie dort erlebt haben, kann man sich nicht vorstellen. Y el tormento y el horror que vivieron en ese lugar no se puede uno imaginar. Ihre Schwester ist immer mehr abgemagert und schlussendlich gestorben. La hermana de ella cada vez se ponía más delgada hasta que murió. Und Corrie ist fälschlicherweise ist sie freigelassen worden. Y Corrie por un equívoco fue soltada. Und ihres Leben ist nachher zu einem lebendigen Zeugnis geworden, dass Gott eben aus dem größten Horror kann Gutes hervorbringen. Y su vida es un testimonio vivo de cómo Dios puede hacer de algo horrible algo bueno. Und sie hat Folgendes gesagt auf der nächsten Folie. Y ella dijo lo siguiente. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Fürchte dich nie davor. Nunca tengas miedo. Die unbekannte Zukunft, de confiar un futuro desconocido, a einem Gott, den du kennen kannst, anzuvertrauen. A un Dios conocido. Möchte ich fragen heute Morgen. Entonces te quiero preguntar en esta mañana. Vertraust du Gott, dass er gute Pläne für dein Leben und für deine Zukunft hat? Confías tú en Dios de que él tiene buenos planes y un buen futuro para ti? Weißt du, du kannst nicht bestimmen, was morgen oder in der ferneren Zukunft in deinem Leben alles noch geschehen wird. Tú no puedes decidir qué es lo que va a pasar mañana o en un futuro próximo. Aber du kannst dich entscheiden, Gott zu vertrauen. Pero te puedes decidir a confiar en Dios. Im Wissen, dass nur Gutes und Barmherzigkeit, Gnade, die Folge wird alle Tage von deinem Leben. El saber que solamente la bondad y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Wisst ihr, warum der David auch so zuversichtlich gsi isch. Saben por qué David era tan confiado? Im Vers 1 von Psalm 23 sagt er folgendes. En el versículo 1 del Salmo 23 dice lo siguiente. Der Herr ist mein Hirte. El Señor es mi pastor.
Ich möchte dich fragen, wer ist dein Hirte? Y te quiero preguntar, ¿quién es tu pastor? Er hat in Beziehung mit Gott gelebt. Él tenía una relación con Dios. Er hat im Frieden mit Gott gelebt. Él vivía en paz con Dios. Wer ist dein Hirte? ¿Quién es tu pastor? Wer hat Segen in deinem Leben? ¿Quién tiene la bendición, qué tiene el decir en tu vida? Lebst du im Frieden mit Gott? ¿Vives tú en paz con Dios? Wenn nicht, si no, dann hast du heute Morgen Gelegenheit, ihn in dein Leben einzuladen. Entonces tú tienes hoy la oportunidad de invitarlo a tu vida. Du kannst ganz einfach Jesus bitten, dass er auch dein Hirte wird. Tú simplemente le puedes pedir que él sea también tu pastor. Du kannst ihm all das bringen, was verkehrt gelaufen ist in deiner Vergangenheit. Tú le puedes traer delante de él todo lo que está mal en tu vida. Er wird dir vergeben. Y él te va a perdonar. Er wird dir ewiges neues Leben schenken. Y él te va a regalar una nueva vida eterna. Indem du das, was Jesus da hat. Porque a través de lo que Jesús hizo, haben wir Vergebung für unsere Vergangenheit. Tenemos perdón de nuestro pasado. Kommen wir einen Sinn im Leben für Gegenwart über. Recibimos un sentido para nuestra vida. Und dürfen wir wissen, dass wir in Zukunft einmal bei Gott sein werden. Y podemos saber que algún día en futuro vamos a estar con él. Wollen wir doch alle aufstehen miteinander. Vamos a ponernos de pies. Vertraust du, dass Gott gute Pläne für dein Leben hat? Confías tú que Dios tiene buenos planes para ti? Vertraust du, dass die Situation, wo deinem Leben so schief gegangen sind, wird zum Guten führen? Confías tú que esas situaciones que te pasaron tan mal en tu vida que pueden llegar a ser algo bueno? Vielleicht bist du heute da und du sagst, a lo mejor estás aquí y dices, wenn du wüsstest, was in meinem Leben geschehen ist, si tú supieras lo que pasado en mi vida, dann hättest du auch keinen Glauben. Tú no tendrías fe. Aber ich weiß, was Gott sagt. Pero yo sé lo que Dios dice. Er sagt, es gibt eine Zukunft und eine Hoffnung für dich. Él dice que hay un futuro y una esperanza para ti. Das spricht er über dir aus. Él lo declara sobre ti. Gott will auch die grösste Schwierigkeit in deinem Leben zum Guten führen. Porque también la dificultad más grande de tu vida, Él la puede llegar a ser algo bueno. Red doch jetzt gerade mit Gott. Habla con Dios. Und sag ihm, ich will dir glauben. Y dile, Señor, yo quiero creer en ti. Und fang ihm an zu danken für das Gute, das er wird hervorbringen aus dem Chaos vielleicht von deinem Leben. Y empieza a agradecerle de lo bueno que Él va a hacer surgir de este caos. Wir dürfen wissen, Gott wird alles zum Guten führen. Podemos saber que Él va a hacer todo bien. Vater, ich bete jetzt gerade für die Menschen, die innerlich am Kämpfen sind. Señor, yo oro por esas personas que están luchando en su interior. Wo irgendwo die Hoffnung aufgegeben haben für ihr Leben. A donde han perdido la esperanza de vivir. Wo das Gefühl haben, sie haben alles verkehrt gemacht. A donde tienen la impresión de que hicieron todo mal. Wo denken, es gibt keine Zukunft mehr für mich. A donde piensan que ya no hay más futuro para ellos. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du jetzt am Wirken bist bei ihnen. Y te agradezco, Espíritu Santo, que tú estás obrando en este momento. Und dass sie dürfen eine Offenbarung haben von deiner Güte. Y que ellos tú puedas revelar tu bondad. Von deinem Wort, das sagt, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage von meinem Leben. Y que tú puedas revelar esa palabra donde dice que el amor y la bondad le seguirán todos los días de su vida. Danke, Herr, dass wir heute unseren Glauben dürfen stärken. Gracias, porque podemos fortalecer nuestra fe. Herr, wir wollen unseren Glauben ehren. Queremos alimentar nuestra fe. Damit alle Zweifel verhungern. Para que todas las dudas se vayan. Herr, wir glauben deinem Wort. Creemos en tu palabra, Señor. Wir glauben dem, was du sagst. Creemos en lo que tú dices. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Danke dir. Gracias, Señor. Wenn du heute da bist, si estás aquí en esta mañana, du sagst, ich will Jesus in meinem Leben haben. Y dices, yo quiero tener a Jesús en mi vida. Ich will, dass er mein Hirte ist. Yo quiero que sea mi pastor. Dann ist das die beste Entscheidung, die du kannst treffen in deinem ganzen Leben. Esa es la mejor decisión que puedes tomar en toda tu vida. Du darfst jetzt einfach mir nachbeten. Tú puedes orar junto conmigo. Jesus, ich danke dir. Jesús, te agradezco. Dass du gekommen bist in die Welt. Que viniste a este mundo. Dass du für mich gestorben bist. Que tú moriste por mí.
dass ich keine Angst vor dem Tod mehr muss haben. Y que no tengo que tener miedo de la muerte. Ich bitte dich, dass du mir jetzt alle Schuld vergibst. Te pido que perdones mis pecados. Ich danke dir, dass du mir ein neues Leben schenkst. Y te agradezco porque me das una nueva vida. Ich danke dir, dass du mich liebst. Te agradezco porque me amas. Und nur gute Gedanken in meinem Leben hast. Y porque tienes pensamientos buenos. Halleluja. Sobre mí. Halleluja. 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 Wollen wir doch das Lied singen, ich schaffe jetzt Raum für dich. Vamos a cantar esta canción a donde le damos espacio a él. Schaffen wir Raum für die Wahrheit von Gott. Vamos a hacerle espacio a la verdad de Dios. In unserem Leben. En nuestra vida. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott hast können näher kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silben und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.